Also, ich dachte, es geht nicht mehr weiter runter, aber es ging. Es ging weiter runter. Finde ich nicht. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie man im Umfeld schon erkennen kann, kann ich nicht happier sein. Wir sind heute in einem Luxushaus unterwegs, das uns die Möglichkeit geboten hat, in ihren feinen Räumlichkeiten zu drehen und ein paar richtig nice Pieces auszusuchen. Nice, Digga. Bevor wir aber loslegen, ihr habt es am Titel schon erkannt, um was es sich heute dreht. Ich bin so mega happy, ich freue mich schon des Todes, weil es einfach zu witzig wird. Aber bevor es losgeht, Freunde, heute Freitag um 19 Uhr ist endlich, finally, der Release meiner Marke M&M mit der Kollektion Britain Brawl. Seid um 19 Uhr auf alle Fälle am Start und holt euch noch was. Ihr wisst, die Hälfte ist bereits im Vorbestellungsmodus ausverkauft. Das heißt, auf alle Fälle schnell sein. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen. Vorher weg nochmal ein großes Dankeschön an Bräuninger, die trotz Umbaus uns die Möglichkeit gegeben haben, hier zu drehen. Wir haben mit den Gegebenheiten gearbeitet. Da kommt noch einiges, oder? Fio. Ja. Da wird jetzt noch ordentlich umgebaut. Richtig gut sogar. Ja, ganz krasses Ding. Ich will jetzt gar nicht mehr länger quatschen. Warum sollte ich auch? Ihr wisst, um was es sich dreht. Ich darf meinen Ehrengast begrüßen, Kales. Oh mein Gott, du bist gar nicht zu erkennen mehr. Jetzt! Nein, grüß dich, Entschuldigung, ich habe die Brille nicht auf. Maximilian, gell? Karl, freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. In so bitte Fußball. Nicht. Heute müssen wir ihn umstylen. Ah ja, Umstyling von mir. Karl sucht mir einen Brioni-Anzug aus. Genau. Nein, Karl, absolut nice, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe ja vor kurzem auf Mahans Kanal deinen Kleiderschrank gesehen. Mhm. Und ich war selten so gelangweilt. Alles voll mit Anzügen. Ich bin schockiert. Ja. Ich habe mir überlegt, deswegen, ich habe dann zweimal telefoniert, du warst direkt am Start, um heute mal die Street-Style-Basics. Fame geil. Fame-Guy. Ja, ich glaube, du bist bei mir im falschen Kanal, aber schauen wir einfach. Nein, heute machen wir die Basics. Ja, heute machen wir die Basics tatsächlich, ja. Wir werden hascheln. Ja. Und nicht den Fokus verlieren, gell? Ja, den Fokus auf keinen Fall verlieren. Die Outfits von Mount Everest werden wir heute gestalten. Genau. Ja. Bist du gespannt? Ich bin sehr gespannt und ich stolper ja ab und zu mal über ganz kuriose Sachen, wenn ich mich für die richtigen Dinge auf Farfetch eigentlich interessieren, wenn ich die richtigen Sachen bestellen will. Fahrtech, haben wir schon gelernt. Fahrtech, ja. Da stoße ich auf ganz komische Dinge. Zum Beispiel? Also was ich ja ganz komisch finde, ich glaube, da bist du auch schuldig, ist dieses Palm Angels. Palm Angels, sehr gut, da haben wir nämlich heute viel dabei. Karl, folgender Plan, wir machen folgendes. Also, du hast die unfassbare Chance, dass wir jetzt mal in diesen personalen Shopping-Bereich hineingehen, uns dort mal warm machen für das heutige Thema und dann starten wir mal ganz gechillt rein und du darfst dir heute dein erstes Outfit aussuchen. Aber so viel möchte ich noch gar nicht verraten. Gehen wir mal. Wahrscheinlich auch das Beste, gell? Gehen wir mal was drin. Okay. Boah, das sind so Alien-Schuhe. Ja, aber mit den Alien-Schuhen kommst du vielleicht leicht an Mount Everest. Das könnte sein, gell? Ja. Da komme ich vielleicht einfach an Mount Everest. Ich bin viel in Österreich unterwegs, wir haben auch einen Vertrieb. Ja. Weiß nicht, Bischofshofen ein paar Mal, Salzburg, Wien, Graz, jetzt sind wir am 11. sind wir in Linz, haben ein Event. Habt ihr eine Tour? Oder keine Tour, noch keine Tour, einfach nur so ein WhatsApp-Gruppentreffen. Na Gott. Heute mit der Richard Miller am Start, nicht, dass der morgen mit einem Posting auf Munich Wristbusters ist. Na, also die ist tatsächlich, die, also das ist jetzt die Malaysia-Edition. Die gibt es um 800 Euro, gibt es die. Ah, tatsächlich. Ja, ja. Zweiter Link in der Infobox. Leider. Genau, zweiter Link, da haben wir auch einen Affiliate. Da kriegen wir relativ gut provisioniert, weil die Margen hoch sind. Ja, stimmt. Die Produktionskosten sind natürlich. Produktionskosten sind dementsprechend gering, ja. Also ich bin ja tatsächlich ein Fashion-Connoisseur, ich bin sehr stark im Modegame. Mhm. Also bei mir ist es ja so, ich habe Schwierigkeiten bei mir zu sagen, was mein Fachgebiet ist, weil ich so viele habe. Mhm. Du bist ein Allrounder. Ich bin ein Allrounder, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ich bin im Fashion-Bereich schon sehr stark. Ich tendiere eher auch zum Understatement. Ja. Aber da muss ich auch mal selber los. Also, du, ich finde das super, dass du die Maßstäbe nicht mal zu hoch ansetzt, bevor du überhaupt dein Outfit aussuchst. Genau. Du darfst dir dein eigenes Outfit auswählen, als allererstes Outfit. Mhm. Ich möchte, dass du mit dem Gedankengang reingehst, was wäre der jugendliche Karl? Die jugendliche Karl, okay. Was wäre das Pendant zu meinem Business Karl S., der im Club mit einem nicen Outfit flexen möchte und ein paar Girls beeindrucken möchte. So stell dir den jugendlichen Karl vor. Wir schaffen es jetzt nicht mehr in der Kürze der Zeit, dass wir uns noch Haare wachsen lassen, aber es gibt Cappies auch. Schwer. Kann ich mir schwer vorstellen, aber wir probieren es.
Here we go. Okay. Trinken wir noch was und dann legen wir los, oder? Was für ein Zufall schon her. Jetzt sind wir hier gerade bei Senja, oder? Das Beste von Senja natürlich im Bräuninger Land erworben, aber in Stuttgart, nicht in Nürnberg. Ja, genau, Hauptsache. Ja. Aber wie du siehst, wir haben sie auch zur Aufklärung. Das ist hauptsächlich Bildmaterial. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Also nicht so viel. Also nicht so viel sprechen, ja. Okay, dann holen wir jetzt Schuhe, oder? Scheiße, mich zieht's ein. Karl, ja. Schwere Geburt. Boah, ich muss echt sagen, gell? Da ist es ja wirklich mit den Anzügen einfacher. Also ihr müsst euch ja wie Frauen überlegen, was zieht ihr da an? Bei mir ist es ganz einfach. Was passt zu was? Ja, eine Hose, Sakko, Hemd. Bei mir ist es ganz simpel, oder? Es gibt eine Anzuggröße, da gibt es einen Stoff, ja. Da gibt es einen Anzug, eine Farbe, Gürtel, Schuhe, fertig. Und ihr wisst ja, die diffusesten Sachen. Aber weißt du, das ist kein Muss, sondern das ist einfach eine Leidenschaft. Es macht einfach Spaß, unterschiedliche Schnitte mit unterschiedlichen Farben zu kombinieren. Es macht einfach Spaß. Sobald ihr arbeitslos wird, mach ich's auch. Sobald ich arbeitslos wird, Leute, steige ich ins Fashion Game und versuche auch die wildesten Sachen zu kombinieren. Die müsst mal probieren, wenn ihr beim Karl so macht. Spann da voran. Genau. Wir spielen aber mal Zeit. Immer Werbung machen. Wie groß war deine, jetzt ganz ehrlich, es gibt beim Bräuninger eine eigene Shoppingbegleitung. Schwörst du, dass du nicht geholfen hast? Ich schwöre. Also bei den Größen okay, aber sonst nirgends. Boah, ich sehe schon Valentino. Ich will gar nicht, ich will einfach das Outfit sehen. Ich würde mal sagen, Karl, ja. Bitte, the stage is yours. Ja, ja, ja. Also jetzt zeige ich euch mal auch, wie ich mich ausziehe, okay? Okay, passt. Yasin, kommst du wieder raus? Ich möchte das Video noch monetarisieren, danke. Karl, wenn wir zukünftig auch so lange brauchen zum Umziehen, dann wird das aber ein 40-Minuten-Video. Karl, okay. Ich bin ready. Also seid nicht erschrocken von meinen Adonis-Maßen, okay? Für den Club, ha? Ganz ehrlich, ja. Das ist das Näherste an legerem Stil, was ich mir bitte vorstellen kann. Ich finde, ganz ehrlich, mein Stil ist es absolut nicht. Also ich würde mich niemals so anziehen. Gott sei Dank ist es nicht sein Stil. Aber ich finde, ganz ehrlich, dass du eigentlich nice ausschaust. Oder? Im Club? Ja. Also die Frauen werden schon alle am Start. Das ist halt so richtig der Baller-Flex. Im Prinzip hast du die Aufgabenstellung komplett verstanden. Ja, aber wirklich, mit der Richard Mill noch am Start? Ihr müsst wissen, schau her, bei mir ist das Ziel immer folgendermaßen. Nicht nur die Frauen müssen angezogen werden, sondern auch die potenziellen Investoren. Ja, und die genau. Kunden. Ja. Und die Kunden und die Vorbildfunktion für die Mitarbeiter muss auch eingehalten werden. Und die Dominanz. Die Dominanz muss auch ausgestrahlt werden. Das heißt also, ja, ich das schaut schon top aus, gell? Ja, schau, mit dem Gürtel wäre es noch gegangen, ja. Gott sei Dank hat den Blick jetzt keiner außer mir. Nein, also ganz ehrlich, ich finde, das passt zu dir. Schon easy, gell? Ja, ich finde, das passt. Würdest was, du das... Was sagen die Frauen? Gute Frage. Was sagen die Frauen? Oh, die dürfen nicht sagen. Oh, die sind komisch. Kaum dreht man ein Video, also, mit Karl will keine Frau im Bilde sein. Alle sagen ja immer so no front. Ich würde nur sagen zu dem noch no iced out. Ich würde sogar die Schuhe tragen. Ja. Die würde ich echt im Club ja. Würde ich sie tragen. Natürlich einmal, wenn man gut treten kann mit denen, das ist Punkt 1, Punkt 2. Weil es natürlich noch diese 1-2 Zentimeter geben, gell? Ich finde auch diese auf Springerstiefel angelehnt passen ganz gut zu deiner Glatze. Ja, ja, das muss man natürlich. Passt natürlich auch ganz gut. Also ich finde es wirklich nicht schlecht, ja. Fio, was haben wir für einen Outfitpreis? Outfitpreis, Valentino Club 850 Euro, Display Jeans Roundabout 380 Euro, Stiefel 850 Euro. Also okay, 2000 Euro. Über 2000 Euro. Ja. Also mir wären die Jeans zu günstig noch, ja. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe jetzt eigentlich erhofft, dass ich einen Lachflash bekomme, aber den haben wir beim nächsten Outfit. Oh, denn jetzt suche ich dir ein Outfit aus und ich habe da für das erste Outfit sowas in Richtung Mahan, Flexer, wie viel ist dein Outfit wert, Gewinner, Outfit im Kopf. Bin gespannt.
Wir können natürlich nur mit dem arbeiten, was da ist. Aufgrund von Corona ist es natürlich stressig, weil viele waren nicht ankommen und so weiter. Aber ich glaube, ich habe da ein paar nice Pieces rausgesucht. Und dann kriegen wir auf alle Fälle Bomben-Outfits zusammen. Schauen wir nur mal wegen den Schuhen. Da auch nochmal. Wird es vielleicht schwierig, aber wir finden schon was. Easy. Jetzt mal rein, was kannst du kurz zum Fio filmen. Was haben wir da so am Start? Einiges ausgewählt heute, gell? Ich sag mal, die Lieblingsmarken von Karl. Dabei, Palm Angels, ist auf jeden Fall dabei, Vetements. Oh. Wir wollen gar nicht zu viel spoilern. Okay, perfekt. Karl, also ich habe natürlich auch ein paar Dinge ausgewählt. Ich würde sagen, du gehst jetzt einfach mal schon in die Kabine hinein. Okay. Und ich werde dir durch die Kabinentür Teil für Teil dein Outfit reichen. Mach da gar keine Gedanken um das Gesamtensemble, zieh es einfach mal an. Ich darf mir keine Gedanken machen, weil sonst wird es nur noch schlimmer. Gut. Leute, es muss ein absolutes Cringe-Flexer-Outfit werden, wo es einfach darum geht, die teuersten Marken anzuhaben. Ja, woher nimmst du die kurze? Ja, ist wurscht, ob das zusammenpasst, Hauptsache Marke. Ist wurscht, ob es zusammenpasst, Hauptsache Marke. Scheiße. Karl, halte die Ohren zu. Das erste Mahan-Flexer-Outfit, ja? Mhm. Perfekt. Aber was? Die kurze oder die lange Hose? Weil es sind zwei Hosen. Es sind zwei Hosen, scheiße. Dann gut, das Mahan-Flexer-Outfit. Here we go. Oh mein Gott, nein! Bro! Den ist fast schon wieder zu cool. Ich bin jemand, der eigentlich ins Fußballtraining gehen wollte, aber dann doch irgendwie zum Skifahren und ich hab's völlig verkackt. Ich schau aus. Bro! Vor allem, wie du die Socken weit hochgezogen hast. Auf Fußball angelegt. Kurze Frage, wie viel ist dein Outfit wert? Safe in Millionen Euro. Wir haben die Moncler-Jacke mit 1200. Ja. 990, wir haben eine Schal mit 300. Ja. Wir haben das 250, Hose mit 200. Socken 75. Yes. Schuhe 590. 650, oder? Ja, das ist, gibt 200, 585 diese. Also die Schuhe sind bequem, muss ich sagen. Die Schuhe sind Bombe, Speedtrainer. Die Jacke ist auch bequem. Vor allem in der Kombi, oder? Ja, sind wir schon wieder bei 2500. Ja. 2500. Und die Karte haben wir noch vergessen. Aber was sollen wir damit machen? Also wo sollen wir... Also was sollen wir damit machen? Es ist ja sehr peinlich. Es geht nicht darum, dass man was damit macht. Das ist ein Outfit, mit dem man ein wie viel ist dein Outfit wert gewinnt. Genau. Es geht auch gar nicht darum, wie du es kombinierst, weil die Pieces einzeln sind ja cool. Das ist eigentlich gar nicht. Ganz nur. Ich sag, die Schuhe sind im Einzelnen sehr bequem. Würde ich zum Joggen nehmen, ist okay. Die Jacke finde ich sehr cool im Einzelnen. Das T-Shirt kann auch sehr cool sein im Einzelnen. Aber für mich gibt es leider keine Rechtfertigung für diesen hässlichen Schal und diese widerliche Hose. Also dafür gibt es keine Rechtfertigung. Perfekt, also ich muss sagen... Und die Kappe ist unbequem, ohne... Mach doch, kannst du kurz mal darüber schauen? In die andere Richtung. Macht doch kaum Druckstellen, finde ich. Ja, ja. Von dem her. Ist sehr bequem. Schön, dass du es nochmal an deine Kopfgröße angepasst hast, bevor es genommen hast. Ich habe es zum Maximum gemacht. Also. Aber mein Gehirn ist so groß. Das Brain ist so gut. Wenn du die Kopf auf Maximum voll mit Basics hast, dann passt genau, alles. Auf Maximum schalten, okay. Und trotzdem passt es. Ja, Karl, perfekt. Also ich würde sagen, dass wie viel ist dein Outfit, weil hast du gewonnen, aber ja. Wir machen jetzt mal ein nice Outfit. Rekord, oder? Jedes Video ist ein Rekord. Safe. 100%. Jedes Video ist ein Rekord. Ja. Ja. Passt. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Leute, das soll natürlich nicht nur Comedy sein, sondern auch ein ordentliches Umstyling. Deswegen habe ich mir da schon ein paar Pieces herausgesucht, die ich jetzt kombinieren werde. So, Budi, ich gebe dir gleich mal dein nächstes Outfit durch. Okay. Das ist halt. Okay. Nächstes Outfit. Oh. Easy zu groß, gell? Zu groß? Was jetzt? Dieses Ding ist zu groß. Was? Sag welches Ding. Zeig's mir nicht. Ich will es nicht sehen. Passt, dann komm raus. Ich darf es noch nicht sehen. Sonst würden wir es austauschen. Aber es passt. Okay. Ja, passt. Karl, dann komm. Karl, komm. Ja.
Weiß nicht, ich muss mir einen nicer vorstellen. Wir ziehen einmal das und das. Das sah hart komisch aus, gell? Ja. Das sah ein bisschen aus wie so ein Obdachloser. Ja. Ja, ich hab mir gesagt, besser, keine Ahnung, man hat schon dieses Bild vom Anzugträger im Kopf. Und das. Mama, die Schuhe macht es vielleicht noch besser. Ich bin zwar kein Fan von den Schuhen, aber in der Farbkombi ging es klar. Die Schuhe macht es besser. Okay, passt, dann komm mal raus. Ja, viel besser. Viel besser. Yeah. Viel aufgeräumter. Ja, schaut. Ich würde sogar sagen, dass man die Jacke sogar nochmal in einen Large bringen könnte. Viel besser als vorher. So dieser Chiller-Fit, du gehst quasi in die City auf gemütlich, Kaffee trinken. Also finde ich nicht mal so schlecht. Ungewohnt, weil du Anzugträger bist. Aber wenn man noch eine normale Grimasse dazu machen, schaut es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Also vor allem, was mir sehr gut gefällt, die Hose atmungsaktiv. Ja. Also, hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Also schau her. Das Einzige, was dieses Outfit rechtfertigen kann, ist einfach aus Maybach und Ferrari ausstellen. Okay, ja, hast du ja. Das ist, genau. Ich habe ein bisschen Bargeld. Was kostet das Outfit? 380 das T-Shirt, 679 die Hemdjacke, die Hose sind aber 469 und die Schuhe 199. Also wenn ich das Geld geerbt hätte, dann würde ich es kaufen. Also ich finde halt das von vorhin viel geiler. Ich finde diesen Valentino-Pulli so geil. Ach so, das passt auch perfekt. Ich finde das so geil, die Sachen, und das hier finde ich halt so schlecht, gell? Probieren wir vielleicht nicht zu abgespaced All Black Bacall, machen trotzdem die Cold War Hose. Vielleicht so ein bisschen zum unten raussehen, ein weißes Tee. Bald klare Schuhe, weil wir auch Trackpants haben. Und wenn du dann Leandro Lopez nimmst, dann schaut das wieder so schlank aus. Letztes Outfit für heute. Also, ich dachte, es geht nicht mehr weiter runter, aber es ging weiter runter. Finde ich nicht. Alter, was ist denn so? Ich find's nice. Ja? Ich find's tatsächlich nice. Mhm. So, für wen? Ja, wenn ich mal jetzt den Kopf wegdenke. Ja, den musst du wegdenken. Nur so eine Figur finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich finde, wir haben auch die richtige Größe gewählt. Und vorne zieht man das Shirt noch so ein bisschen unter dem Pullover raus. Unten drunter oder was? Ja, ja, so raus, genau. Das Shirt unter dem Pulli? Genau, genau. Dann kommt der weiße Akzent nochmal durch mit den Schuhen, weißt du? Doppelt gemoppelt. Ich finde es nicht schlecht. Wo ist das gemacht? Kostet eh nur 1000 Euro. Wo und wann zieht man das an? Also wo und wann zieht man das an? Jederzeit, wenn du rausgehst. Ey, das ist das Beste, das ist natürlich. Auf jeden Fall. Ey, oder? Ich finde den nicht schlecht. Muss sagen, die Schuhe sind sehr bequem. Ja. Und die Schuhe, die würde ich auf jeden Fall tragen. Die hier, da müsste im Winter schon sehr kalt werden. Also wir brauchen nicht lange herumschnacken. Erstes Outfit, dein Favorite, oder? Was du dir selbst ausgibst. Mit Abstand. Das erste Outfit würde ich tatsächlich wirklich in der Realität auch tragen. Ja. Bio, was haben wir für einen Outfitpreis? Was haben wir? Sind wir bei 800. Hose 250. Schuhe ganz gechillt. Diese Tennis Reebok sind wir bei 89. Und die T-Shirt drunter sind wir von Bohlen Balenciaga. Ja, 380. Deine Meinung zu dem Fit? Noch der Beste, oder? Auf jeden Fall. Keine 10 von 10, aber safe 8 von 10. So, Resümee des heutigen Tages. Street-Style, nicht die Liebe entdeckt dazu, oder? Absolut nicht. Meine letzten zwei Outfits definitiv nein. Ich fand mein erstes Outfit geil. Ja. Und ich finde sein Outfit geil. Und ich finde allgemein natürlich auch Bräuniger geil, weil die haben viele coole Sachen. Aber ich würde natürlich trotzdem eher bei meinen Marken bleiben, und diese neuen Marken sind einfach nicht so meins. Ich hoffe, seine Kollektion ist... Also ich schaue mir mal seine Kollektion an. Weil... Wir schauen uns aber sehr ähnlich mit dem Fit, gell? Ja, das wird das Problem sein. Das ist das Problem, ja, das ist das Problem. Also schauen wir mal, was er mir geschenkt hat. Aha! Na sicher. Aha! Sehr schwere Stoff. Fällt mir schon mal sehr gut. Hinten sehr schön. Eieiei. Also das muss ich jetzt anziehen, Leute. Okay? Das muss ich anziehen. Aber schau mal diesen Fit an. Ich muss ganz ehrlich sagen, gell? Ich habe mir von diesem Max Willian nicht so viel gehalten. Ich hatte ihn sogar blockiert auf Instagram. Ich weiß ja nicht warum, aber er war blockiert. Einen Bonuspunkt hat er schon mal, weil dieses ganze Thema Tea Party in den USA finde ich schon mal richtig geil. Und ich persönlich finde das Shirt richtig geil, und ich sag das sogar ohne Bezahlung. Er bezahlt mich nicht nur deswegen nicht, weil er es nicht will. Er könnte es auch gar nicht, okay? Das ist ein richtig dicker, geiler Stoff. Ja. Ich finde es ehrlich richtig geil. Also ich sogar selber... Also, das würde ich genauso tragen. Ich werde es auch selber tragen. Und ich finde, es passt. Also ich finde es richtig geil. Und vor allem, was mir taugt, dass der Stoff, der fällt richtig geil runter, ist schwer, taugt mir sehr gut. Bisschen vergleichbar mit dem Balenciaga-Shirt vom Feeling her. Was du vorhin anhast. Vom Feeling her mit dem Balenciaga-Shirt. Ist dicker, glaube ich, noch, gell? Es ist, dieses hier ist dicker, aber vergleichbar. Dicker, aber vergleichbar. Safe, danke, taugt mir. Sehr, sehr also gerne. Ich werde es selbst tragen, ich finde es richtig geil, also wirklich. Fällt mir
Gefällt mir sau gut. Freut mich, dass dir gefällt. Gefällt mir verehrlich, gell? Sehr nice, freut mich wirklich. So muss das sein. Gefällt mir ehrlich. Jetzt mit dem Shirt gefällt mir auch die Hose besser. Fix, erst perfekte Fit, wir haben es geschafft. Also so würde ich wirklich mich auch mal blicken lassen. Oh. So gechillt in die Shisha-Bar, so würde ich mich blicken lassen. Aber es soll gar nicht mehr den Rahmen sprengen. Karl, ich würde sagen, Umstyling meiner Meinung nach geglückt, zumindest was das Amüsement angeht. Ja, war zumindest sehr unterhaltsam. Hat Spaß gemacht, ja. Gerne wieder, vor allem wenn es euch auch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut auch bei Karl vorbei, nochmal in der Infobox verlinkt. Mega funny gewesen, ihr wisst, Freitag 19 Uhr klopft meine Modemarke. Danke vielmals an Bräuninger. Ich verlinke euch jetzt noch hier und. Wieso? Ein weiteres Video. Und Karl, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gut gemacht. Das war's von Karl, das war's von mir, euer Maximilian. Ich arbeite mit Aktien. Und ich hab's völlig verkackt. Finanzamt?